Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu No One Survived. Wir stehen hier im Wald vor einem Banditenlager und das auf einer kleinen Anhöhe. Und zwar genau hier drüben am Flugplatz ist ein Banditenlager in C1. An dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank an Robert Schumacher, der mir das mal gepostet hat vor einiger Zeit. Und ja, die folgenden Koordinaten, wen es nochmal interessiert. Hier unten in H1 ist ein Banditenlager, da gibt es einen NPC. Hier gibt es einen NPC bei G6. Es gibt einen hier, wo wir gerade sind, oder soll es zumindest geben, wir werden es herausfinden. C5 gibt es einen und hier dieser, genau an der Grenze hier, A7, B7, da soll auch einer sein. Ich weiß gar nicht. Wir hatten hier geholt und hier geholt, ne? Genau, das waren die zwei. Das war ja hier eine absolute Nullnummer. Ja, und auch da gab, haben wir noch ein paar andere irgendwo gehabt. Weißt du, hier, das war auch eine Nullnummer. Ja, und der war auch eine Nullnummer, ne? Ja, so sieht es erstmal aus. Jetzt sind wir hier. Wenn das hier funktioniert, jetzt in den nächsten Minuten, würde ich hier runterfahren und den hier vielleicht machen. Das ist zwar alles, also bei diesem Lager ist alles sehr offen ringsrum. Das ist ein klitzekleines, massives Problem. Was ich, ja, noch nicht weiß, wie ich es löse. Was habe ich dabei? Ich habe das Schrotgewehr dabei. Ich habe die AK dabei und ich habe die MP-SMG. Ja. Ja. So sieht es erstmal aus. Ich habe hier noch ein bisschen 9mm für die dabei. Die würde ich gerne, nee, hier oben, die würde ich gerne mit rausblasen. Und ich habe natürlich die Desert Eagle. Ich habe die Waffen ein bisschen repariert. Die Desert Eagle war ja letztens runtergeschossen nach unserem letzten Einsatz. Die war total fertig, um das mal so richtig auszudrücken. Und ich bleib mal stehen hier. Und ja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, jetzt sind hier nicht wieder 16, 12, 8 irgendwas drin. Schauen wir mal. Ich werde nicht sparsam sein. Wir können Munition momentan gut herstellen und die Produktion läuft zu Hause. Ich habe zu Hause auch ein klein wenig noch was gebaut jetzt auf Screen. Ich war auch nach der letzten Folge, war ich jetzt hier oben in der Höhle nochmal. Hab nochmal Salpeter und ein bisschen Kupfer geholt. Bin da auch in so einen komischen, vor so einem Stein so komisch reingeklitscht und kam da nicht raus. Da kam der Zombie angerannt, da habe ich dann meine Pfeile so Pi mal Daumen verschossen, dann waren die alle. Und ich weiß gar nicht, der letzte Pfeil hat es, glaube ich, gebracht. Oder ich weiß nicht, ob ich den nochmal mit der Axt bekehrt habe. Hier mit der Pika-Axt für die Steine, das weiß ich nicht. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die uns schon gesehen haben, die flitzen so komisch hin und her. Wo ist denn hier eigentlich der Eingang? Der ist dort. Tja, bin mir gerade nicht so sicher, ob ich lieber... Kriege ich dich? Weiß ich nicht, ob der gesessen hat oder ob das Zaun war. Ich hoffe mal. Vollautomatisch. Apropos vollautomatisch habe ich die... Die habe ich auf Einzelschuss. Wir machen mal, ne? Nur für alle Fälle. Nicht, dass wir hier noch rumrammeln müssen. So, das hat nicht funktioniert. Ja, da ist auch wieder Zaun. Kommst du mal raus? Komm mal raus. Hey, der ist wirklich in einem Zaun, ne? Also dort ist der Ausgang wohl, wie es scheint. Das ist natürlich blöd, weil das ist dann abfällig. Das ist nicht so gut. Aber vielleicht kann ich den jetzt hier andutzen, wenn der rauskommt. Ja, komm, lad fertig. Na toll. Geht ja schon gut los. Ich glaube, den habe ich getroffen und ich glaube, der ist weg. Der liegt dort, ja. Und die anderen, was mit denen? Ist hier Weihnachten oder was? Mal gucken, was uns gibt. 20 Schuss, naja. Das ist alles nichts. Das ist mir aber eigentlich alles zu nah. Und die Öffnung ist auch nicht so prickelnd. Übrigens, hier vorne die Straße runter. Ich bin ein bisschen schräg gefahren, um das mal so zu sagen. Ich bin nämlich hier hochgedriftet, hier ungefähr. Und dann hier rüber und dann war hier der Bär. Da ist irgendwie so ein komischer Turm. Und eine kleine Hütte daneben. Irgendwie so ein, wie, ja, weiß ich nicht genau, was das sein soll. Wie die Türme, wo ich mal in der ersten oder zweiten Staffel drauf bauen wollte, wo das nicht ging, ne? Und ja, und dann kam der Bär auf einmal. Na, den habe ich gerade so abgehängt bisher. Das war auch eine knappe Kiste. So nachgeladen haben wir. Ja, da muss ich jetzt mal reingehen, oder wie, oder was? Wenn die jetzt hier angeflitzt kommen. Da ist der nächste. Los, komm schon. Jetzt geht er dahinter. Das ist da ein Volk hier.
Ich wette mal, der andere Eingang ist besser auf der anderen Seite, oder? Weiß es nicht. Wie sieht's denn bei mir aus? Ich muss mal was trinken, glaube ich. Ist das eine gute... Naja. Müssen wir ja jetzt. Ja, Essen ist zu Hause alle. Ich habe zwar noch jetzt das Fleisch. Müsste dann ein paar Pilze dazu machen. Aber, ja. Müssen wir mal gucken. Hier ist auch keiner. Sag mal, hocken die alle am Ofen oder was? Da hinten ist einer. Komm mal hin. Den Hammer eingesammelt? Oh, okay. So, dann sind das jetzt drei. Ne? Drei. Irgendeiner ballert hier. Das kann aber auch. So. Wo denn? Ich sehe es nicht. Ach, da. Okay. Wie sieht's mit meinem Leben aus? Läuft. Ja, ihr seht doch, ich habe hier Salben dabei, ich habe Verbände dabei, also ist irgendwie alles ganz okay. Ja. Nochmal Munition, das ist gut. Du hast nicht richtig nachgeladen, ne? Oh, die waren alle. Ich sehe es gerade. Jetzt ist wieder voll. Waren es die letzten 35? So, dann habe ich jetzt nochmal 10 Schuss. Ich weiß nicht, hockt der noch einer irgendwo? Jetzt ist er genau dort am blöden Zaun, ne? Na, warte mal. Wenn du es mir so einfach machst. Schrot 20. Das ist gut. Ja. Ne, dann haben wir die 9mm nämlich auch rausgeblasen. Und dann ist das auch okay. Jetzt brauche ich nochmal die Dietriche, ne? Aber ich gehe erstmal gucken, ob ich hier alle habe. Warte mal, das waren 3, 4, 5. Ich glaube, es waren 6, würde ich jetzt sagen. Weiß nicht, ob ich richtig gezählt habe. Könnte es sein, ne? So, wir gucken mal, ob einer drin ist. Da hockt wirklich einer. Und ich glaube, es gibt ja, wenn ich das... Ich habe nochmal geguckt, irgendwie auf so ein Bild waren die abgebildet. Da waren 4 zu sehen. 4 unterschiedliche... Na? 4 unterschiedliche NPCs. Na, so ein älterer, so eine junge Dame, wie wir sie jetzt haben. Na, ich sag mal, etwas farbig angehaucht. Und dann die 2 anderen, die wir haben. Das ist jetzt auch nicht abwertend gemeint. Das ist einfach so. So, wunderbar. Gehen wir mal ein bisschen näher. Und jetzt brauche ich noch die... Die nehme ich mit. Und die. Da habe ich viel zu viel Munition, stelle ich wohl fest gerade. Warte mal. Naja, ich weiß. Alles gut. So. Sollte jetzt funktionieren, wenn nicht, müssen wir gucken. Ja, wo okay. Also, da ist wieder einer. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht sparsam. Ne? Das ist mir wurscht. Irgendwo hat er noch geklemmt oder der hat sich. Ich nehme das mit, das zerlege ich. Das ist ja immerhin für uns dann dementsprechendes Zeug, ne? So, machen wir das. Halt. Na.
So, ich tue das mal hier hin. Ja. Sehr gut. Dann fange ich mal an, ne? Das ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Ja, dann waren es jetzt wohl 7, würde ich jetzt sagen, ne? Pi mal Daumen. Das ist okay. Oh. Kriege ich das nicht fort? Jetzt. Ja, das ist... in so einer Situation nicht unbedingt das Beste. Aber gut, was willst du machen, ne? Den lasse ich nicht zurück. Und wenn ich den verkaufe, das ist mir egal. So, wunderbar. Nee, schön, da haben wir die 9mm aufgebraucht. Die Waffe kann dann vielleicht in die Versenkung, ne? Und im nächsten Camp machen wir dann auf jeden Fall dann mit der AK, würde ich sagen. Oh, da lief einer. Da lief einer, hast du es gesehen? Wo ist er denn hingelaufen? Ja, die spawnen unregelmäßig wieder nach, ne? Müssen wir aufpassen. So. Gut, ich denke hier drin, das hat man, ne? Ja, ich glaube schon. So, dann schaue ich hier nochmal. Da ist nix, da ist auch nix. Hier oben ist auch nix, ne? Mich wundert bloß, dass keiner so auf dem Wachturm war, aber okay. Das ist alles nix, ne? Das kennen wir ja. Hier die Kiste ist auf alle Fälle was. Ja, nehme ich mal mit. Kann man vielleicht noch gebrauchen. Wie sieht unser Leben aus? Okay. Dann müsste ich nichts nehmen. Mit dem Rücken zur Tür ist natürlich blöd, ne, wenn der uns hier findet. Aber okay. Dann ist es halt so. Müssen wir erstmal raus auf alle Fälle. Wenn wir es hier nicht drin packen wegen der Nähe. Und dann machen wir ihn draußen fertig. Außer der bläst uns gleich von hinten mit dem Schrotgewehr rein, ne? Das wäre natürlich dann blöd. So, das ist alles nichts. Das ist auch nichts. Wald. Das war doch was. Da haben wir den durchs Fenster vorbeilaufen sehen. Auch lustig, ne? Oh. So viele wollte ich von denen gar nicht bauen, ne? Nein, das Geklapper hier, das ist ja abnormal. Ah, die würde ich eigentlich ganz gerne wieder zurück, ja. Ja, da muss ich nochmal gucken, ne? Also wir kriegen auf alle Fälle noch was rein in den hier, aber die großen Generatoren, das ist nix, ne? Welcher ist denn das jetzt, ne? Jo, das war der richtige. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das geht. Ne? Schrot ist natürlich ein bisschen zu viel dabei, vor allen Dingen, weil ich es auch nicht verwende. Aber... das stört uns ja, glaube ich, nicht so, ne? So, lege ich mal ab. Hier habe ich noch 27 Schuss drin. Das mal so. Ich hoffe, dass das gut geht.
Entschuldigung. Oh, das ist okay. Ja, weiß ich noch nicht, was wir mit den Generatoren machen. Jetzt haben wir zwei neue. Aber fünf Benzingeneratoren, das will ich eigentlich auch nicht haben, ne? Da bin ich ganz ehrlich. Die drei, die wir gesetzt haben, sind okay. Vielleicht, wenn es passt. Weiß ich nicht. Mal gucken. Mal gucken. So, die Kiste ist nix. Hier könnte was drin sein. Hallo? Ja, das ist okay. Oh, das ist auch nicht schlecht. Gut, dann nichts zu sehen. Dann machen wir mal, oder? Oh, schön. Hi. Thank you. Ja, gerne. Immer schön fleißig arbeiten. Soll ich dir noch die Handschellen oder was machen? Die Kabelbinder? Was auch immer. Gut. So, ja, da sind wir eigentlich fertig, ne? Hier ist noch eine Kiste. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. So, wunderbar. Dann tun wir das mit hier rein. Jawohl. Reparieren muss ich die nicht, ne? Nee. Nee, machen wir nicht. Nicht jetzt. So, warte mal. Einmal so. Und dann... Vielen Dank. War echt nett bei euch. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Wenn der hier... gut vorbereitet bist. Aber das mit den Winteraktionen, ja, das war natürlich auch nicht der unbedingte Brüller, aber es waren vielleicht auch erschwerte Bedingungen und ich habe da weder auf die Rüstung damals geachtet, noch dass irgendwie was sein könnte, ne? Kleines Backup oder so. Auf der anderen Seite, ja, es hat ja irgendwie funktioniert. So, jetzt würde ich natürlich nicht unbedingt gerne hier runterfahren wollen. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Obwohl, da kämen wir gleich gerade dort raus, ne? Wenn wir das machen. Hier sind wieder Wölfe, müssen wir aufpassen. Da muss ich am Bären vorbei. Warte mal, also es geht direkt zum Flughafen, ne? Ne, dann machen wir das mal so. Müssen wir gucken, dass der uns jetzt hier nicht das Auto zerrammelt. Na, wir sehen ja auch, dass das hier so ein bisschen Holperstrecke ist. Ja. Da wäre vielleicht der Geländewagen eine bessere Option, aber der schaukelt dann natürlich auch heftig, ne? Aber der hat die bessere Federung. Da ist der Bär, der hängt hier am Baum. Auch nicht schlecht. Der ist der Überraschungssporn. Oh ja. Der Überraschungssporn, wenn du vorbeiläufst, Pilze suchst. Juhu. So, da sind wir wieder hier, wo es nichts wirklich Weltbewegendes gab. Ja. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Wenn wir hier runterfahren... geht's zur Straße, kommen wir direkt hier drauf zu. Ja, machen wir mal. Müssen wir bloß aufpassen mit die Wölfe, ne? Irgendwo in der Mitte war, glaube ich, die Ausfahrt da hinten. Das kriegen wir schon hin. Ja, und auf dem Rückweg würde ich nochmal bei irgendeinem Händler vorbeischauen. Haben wir eigentlich hier einen Händler in der Nähe? Hättet ihr noch was zu essen für uns gehabt? Das ist jetzt die Frage. Naja. Wir fahren erstmal dorthin. Das machen wir jetzt noch schnell. So lange halten wir noch durch. Hoffe ich zumindest. Hier ist auch eine Limousine. Na? Wer eine braucht. So, und hier. Hier über diesen Hügel der Weg. Wahnsinn. So, einmal links, rechts und dann kommen wir unten schon. Unten kommen dann gleich die Wölfe, ne? Ich glaube, da muss ich ein bisschen Gas geben. Aber auf der anderen Seite haben die ja ihren Range-Bereich. Wenn wir den verlassen haben, lassen die auch dann nach.
Dann drehen die sowieso um. So, jetzt kommen wir so langsam rein. Hier unten rechts, glaube ich. Da sind sie, genau, da ist er. Ja, muss man eben aufpassen mit dem Huckel hier, ne? So, wir fahren hier links. Weg vom Fleck. Hier waren wir auch nie drin gewesen, ne? Der hat sich bestimmt auch gelohnt. Da hinten ist ein Hund, habe ich gesehen. Da war bestimmt auch Krabbler hier. Aber ich glaube, das müssen wir uns auch nicht mehr antun. Das ist einfach nur eine Industrieanlage, ne? Aber bestimmt was Schönes. Gut, dann fahren wir mal runter. Und ich denke, das machen wir gemeinsam. Wir genießen hier die Fahrt. Im Herbst, ja, so wie ich das geplant habe, läuft das auch. Mit dem Ausbau geht es voran, aber wir brauchen noch ein paar Sachen, Kabel etc. etc. Es ist irgendwie am Ende ziemlich heftig viel. Und ich habe, gut, wir haben ja drüben nicht alle Gerätschaften gebaut, also alle Werktische gebaut, ne? Deswegen haben wir natürlich da auch noch einen Bedarf an verschiedenen Sachen. Das habe ich ja drüben dann entweder nur gebaut, wenn ich es mal kurz brauchte oder um das mal zu zeigen, aber ansonsten haben wir ja nur das Wichtigste gehabt. So, dann kommt ja vorne gleich der Supermarkt. Und dann müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Location ist. Da bin ich nicht so überzeugt davon. Aber wir müssen einfach schauen. Ne? Ich werde auf alle Fälle das Sturmgewehr, die AK reinnehmen. Und das Schrotgewehr als Nahkampf-Backup. Vielleicht können wir auch nochmal die ersten Schuss mit der Uzi, aber das könnte dann schon knapp werden, ne? Warte mal. Fahren wir hier rum. So. Ja, ich hatte mir auch überlegt, dass ich mir ein bisschen was zum Bauen mitnehme. Holz etc. Planken und so. Und dann vielleicht eine Barrikade mache. Aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wenn die rauskommen, mir das ziemlich schnell wegschießen. Und dann bringt das auch nichts. Denke ich mal. So, da ist er. Steht auch eine Limousine davor. Mal gucken, ob hier irgendwas angelockt wurde. Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann nehme ich das mal raus. Und dann müssen wir noch mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was im Zeug schlagen. Es kommt keiner, oder? Nö. Da drüben ist was, dann mache ich mir auf alle Fälle hier ein Bettchen natürlich zum Spawnen, ganz klar. Aber ihr seht, ne, wir haben da nicht viel Bäume oder sowas. Na, wobei ich den Eindruck habe, wo wir das erste Mal hier waren, war das noch ein bisschen offener, hatte ich den Eindruck. Könnte sein, dass sich da was getan hat. Ups, dann nehmen wir die 5. Das macht gar nichts. So. Ja, da werde ich mit der Maschinenpistole hier die anlocken eventuell. Rausblasen und dann ist gut. So. Dann Bettchen. Haben wir? Wie sieht's denn aus hier? Machen wir mal 2 Stunden, oder? Damals zwar der Nacht, aber das ist ja eigentlich egal. Übrigens, wenn ihr schlaft und es sind Zombies in der Nähe oder die kommen zu euch, wacht ihr automatisch auf. Aber ihr habt wirklich nur ganz kurzes Zeitfenster, euch auf den Kampf vorzubereiten. Ist mir jetzt gegangen beim Farmen. Beim Farmen hier oben, an, wo ich nochmal Kupfer und Dings Salpeter geholt habe, hatte ich geparkt. Hab mir gedacht, schläfst du mal 2 Stunden. Habe aber beim Ranfahren die drin schon getriggert, wie immer eigentlich. Und habe von 2 Stunden gerade mal 1,5. Dann hat er mich rausgeholt, dann da war der vielleicht noch 5 Meter weg oder so. Vielleicht 8 Meter. Ne? Ja. War nicht so. So. Ja. So halt. Okay, ich nehme mal 2 mit. Die brauche ich gerade nicht. Tu die mal hier hin. So. Das haben wir dabei. Das brauche ich auch nicht. Das können wir zurücktun.
Wobei die Stöcke, ne, das können wir auch rauswerfen, das braucht kein Schwein. So, gut, dann sieht es so aus, dass wir noch Munition haben für die MP, nur das, was wir im Magazin haben. Ich trinke mal was. Dann haben wir 82, das reicht zu. Essen haben wir jetzt gar nichts mehr. Ja, das müssen wir uns danach jetzt besorgen, auf jeden Fall. Gut, dann machen wir das so. Ich mache das mal so. Und dann ziehen wir die MP hier rüber. Auf den Slot, das finde ich gut. Hier keinen. Und das sieht mir so aus, als ob das wieder so ein riesen Camp ist. Das ist ein Turm. Der andere hat mal auch einen Turm. Da sind bestimmt hier jede Menge drin. Aber wie gesagt, wir müssen nicht sparsam sein. Wo ist denn hier der Eingang? Da sehe ich nichts. Hier vorne? Hier vorne ist ein Eingang. Da ist ein Tor. Da ist doch einer. Hat er unser heimliches Klopfen gemerkt? Ja, hier hast du keine Deckung, ne? Da steht doch einer. Hat er uns gesehen? Los, komm raus. Schnell mal hinter den Baum. So, wechseln. Jetzt habe ich hier wieder Einzelfeuer. Die klingt aber komisch. Das ist kein RK-Sound. Definitiv nicht. Auch nicht mit dem Schalter, für den ich drauf habe. Definitiv nicht. So, da haben wir einen. Vielleicht zählt er mal mit, könnt ihr es mir dann sagen, wenn wir fertig sind. So. Haben wir getroffen? Haben wir den dahinter getroffen? Komm, der hier, den habe ich nicht gesehen. Der hat sich. Das ist ja krass. Das ist aber eine schöne Sache. Den habe ich nicht gesehen, dass er hier links kam, höchstwahrscheinlich. So, da haben wir drei. Den habe ich nicht gesehen, du. Aber cool. Los, 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 ja. Drei. Habe ich trotzdem noch getroffen, ne? Obwohl. Da kommt der nächste, siehst du? Okay. Lauf, lauf. Aber so richtig hier Feuerstoß, also hier, ne? Vollautomat ist irgendwie nicht so, ne?
Den links hatte ich nicht gesehen. Total klasse, gefällt mir gut. Wo fliegt denn der hin? Habt ihr das gesehen rechts? Okay. Wie sieht's denn aus? Platzmäßig? Ja, läuft. Da ist noch einer. Alter Schwede. Was ist die Töne? Also sind wieder so 16 oder so, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal einen Verband. Komm mal hin, ne? Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren, wie viel es noch sind. Oder wie viel wir erledigt schon haben. Was? Die haben doch nachgeladen. Oh. Habt ihr das gehört, das Klacken, ne? Da sind immer noch zwei dort oben. Warum? Ja, das scheint ein heftiges Camp zu sein. Komm mal hin. Ja, das. Oh, was habe ich denn jetzt? Ist nicht dein Ernst, oder? Wo habe ich denn die Infektion her? Schießt er mit Infektionszeug? Glaub's ja nicht. Na komm, mach hin. Ja, warte mal, die ist ja... Die hat aber gelitten. Warum hast du nur so gelitten? So, ich gehe mal hier hinten rein. Ich glaube, das ist der bessere Eingang. Etwas offener, etwas übersichtlicher, nicht so eng wie hier vorne. Komm, lauf. Mensch, mach hin!
Das ist da wohl nicht. Sag mal, ich muss dann mal zählen, wenn wir fertig sind, wie viel hier drin sind. Das ist ja unglaublich. Und warum verstellt die sich wieder auf Einzelschuss? Ah, so dumm. Keine Ahnung, wie viel wir hier weggeknallt haben. Oh, was haben wir denn hier? Na gut, bisschen was. Ja, und dann wird es schon wieder Tag. Wunderbar. Ja, also, jetzt muss ich mal gucken, klamottenmäßig. Oh ja, ein bisschen hat es gelitten. So ein Viertel ungefähr. Ja. Der Helm war relativ neu. Ach ja. So, ich habe jetzt mal das Schrotgewehr. Dann gucken wir mal, was hier so geht. Okay, schaue ich erstmal hier rein. Ja, dafür habe ich es ja hergestellt, ne? Dass wir hier auch ein bisschen zu Potte kommen. Aber man sieht, wie schnell man hier reparieren muss. Das ist echt übel. Aber so richtig mit dem Schalldämpfer, glaube ich, ist das keine gute Sache. Ich weiß nicht, ob der zu sehr verzögert. Oh, nee. Jetzt habe ich wieder so ein Ding hier. Ja, ich nehme es mal mit. So, was gibt's hier? Kiste. Ja, wie gesagt, das ist das Wie, was wir links unten hatten, das Camp, ne, wo im Winter, wo wir so gescheitert sind, sagen wir es mal so, versagt haben. Ich denke, damit habe ich das wieder gut gemacht, mein Fauxpas dort. Das lief ja relativ okay, ne. Guerilla-Taktik, Angriff, zurückziehen, Angriff, zurückziehen. Schöne Sache. Mal hier rein. Wir gucken mal. Okay. Brauche ich die Schuhe? Weißt du, davon habe ich eigentlich schon ein paar. Das ist auch nichts. Gehen wir hier rein. Ja, Tisch, Koffer. Also wie gesagt, Klamotten oder so brauche ich jetzt nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie der Loot ist, wenn ihr das, wenn wir das auf, oder wenn ihr das so auf normal oder vielleicht auf viel Loot spielt. Aber so gesehen ist das eben nichts hier, ne? Also es gleicht sich nicht aus. Das geht wirklich nur um den NPC und vielleicht noch mal ein Autoreparaturkit oder sowas. Das ist das Einzige, was dann euch später den Mehrwert bringt, der NPC halt, ne? Was anderes ist es nicht. Noch einer. Na, sag mal. Also ich will ja nichts sagen, aber das wäre mir hier lieber gewesen, sowas, ne? Siehst du? Was ist denn das hier? Bauplan? Das brauche ich da auch nicht. Kleinen Moment. So. Nee, das geht jetzt raus hier. Auf der anderen Seite?
Aha. Na gut. So, vielleicht was zu essen? Das wäre natürlich absolut prickelnd. Na, das war ja null hier. Habe ich hier schon wieder. Ja, wir machen mal vernünftig, ne? Aber eine Dose zu essen wäre ganz nett gewesen. So. Messer, nehmen wir mit. Okay, dann haut das nicht mit den vier Bildern überein, die ich gesehen habe. Das brauche ich auch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Oh. Okay, ich denke, wir sind soweit durch. Dann werde ich jetzt mal probieren, ob wir das hinkriegen. Naja, geht doch. Thank you. Ja. Also ich muss mal sagen, da habe ich jetzt drei Damen und einen Herrn. Da wird es wohl Streit geben. Ah, kleiner Spaß. So, schauen wir hier nochmal rein als letztes. Das hätte ich noch ganz gerne eigentlich. Das ist eine Spitzhacke. Die ist aber. Die ist ja nicht aus. Das ist ja bloß Eisen, ne? Ja, zur Not habe ich die Kohle hier raus. Die kann ich mir schnell selber machen. Ja, genau. Aber ich nehme es trotzdem mit. Braucht man nämlich momentan noch. Ach so, das ist das Dünne. Ja, dann machen wir das so. Na, also es geht doch. So. Jupp, so machen wir's. Gut, schöner Ausflug, hat mir gefallen. Kannst du nicht meckern. Haben wir zwei neue. Ja, ich werde jetzt nach Hause fahren. Werde nochmal an dem Händler vorbeifahren. Werde noch vielleicht mal schauen, ob ich noch bei den Händlern, bei dem Händler 8 zum Beispiel und bei dem Händler hier noch was zu essen bekomme. Wenn nicht, muss ich zu Hause mal ein bisschen jagen und wir werden dann in der nächsten Folge die einstellen, dass die uns Zeug organisieren und machen und mehren. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal hier runterfahren. Das werden wir machen. Ja. Ich denke, so wird es laufen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Und ich werde jetzt mal zählen, dann, wenn ich das hier schneide und render. Wie viel da letztendlich drin waren. 16 soll ja wohl das Maximum sein und ich habe den Eindruck, das haben wir auf alle Fälle erfüllt irgendwie. Vielleicht waren es auch bloß 14, aber es reicht trotzdem zu. Halt, warte mal, ich wollte noch da drüber fahren. Ne? Ja, genau. Gut, dann, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.